Mein Name ist Bob Leinders. Ich bin BFF Professional Member der Region Hamburg. Die Anfänge von Covered waren eigentlich so, dass ich ein bisschen etwas Neues machen wollte, aber wieder zurück zu alten Strukturen. Das heißt, ganz straightes, schwarz-weiß, unretuschiert. Natürlich mache ich ein Pickelchen mal weg, aber es musste ein bisschen zu den Anfängen dieser puren analogen Fotografie gehen, obwohl ich alles digital fotografiere. Das Verhüllen der Decke, was die Menschen machen, was die Porträtierten machen, das überlasse ich oder versuche ich zum Großteil dem Porträtierten selber zu überlassen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Es ist oft so, dass ja die Decke umgehängt wird und dann irgendwas jetzt. Ich habe natürlich viele Leute fotografiert, auch bekanntere, nicht jeder kennt alle. Also nicht jeder kennt Revolverheld, nicht jeder kennt einen Mickey Rourke noch. Das sind auch Generationsdinge und ich war natürlich sehr froh, als der Till mir das ermöglicht hat, den Mickey Rourke zu fotografieren. Dann hat man plötzlich eine Legende vor der Kamera. Und wie komme ich auf die Leute, die ich fotografiere? Also erstmal ist es mir wichtig, dass ich die interessant finde. Ja, und ab und zu hat man einfach Glück. Ich war beim Abschlusskonzert von Revolverheld eingeladen in Berlin und dann steht Backstage der Joris da, den ich schon als Musiker ganz toll fand, und dann habe ich ihn sofort angesprochen. Er fand das ganz toll und das ging dann auch sehr, sehr schnell. Mein Sohn ist das einzige Farbbild, was bis jetzt existiert, weil ich diesen Pool einfach so toll fand. Und ich glaube, sein Rücken ist noch immer rot, weil er so ein paar Mal da ins Wasser geklatscht ist. Mit meiner Tochter, das habe ich auch auf Mallorca geschossen, das Bild. Das ist natürlich ein Traum, wenn man nach 19 oder fast 20 Jahren seine Tochter fotografiert, von Bibi zur jungen Frau geworden, sehr besonders. Und ich freue mich drauf, um in 10 Jahren das nächste Bild zu machen.